Na, ihr Radis, moin moin und willkommen zurück zu The Talos Principle. Ja, wir waren hier letztes Mal relativ fix auf Easter Egg Jagd in dem Areal B, in der Boteninsel von Areal B. Und ich habe nochmal nachgeschaut, das ist eine Anspielung auf das Spiel The Swapper, welches ich nicht gespielt habe, aber gut. Und man kann wohl mit diesen Steinen hier interagieren. Good morning. Okay, und? Ah! Good morning. Ja. Guten Morgen. Why is a calculator a robot's best friend? You can always count on it. Brüller. Sind wir jetzt durch hier? Warte mal, hat der andere auch einen Witz erzählt, der andere Stein? Sehe ich nicht. Hier werde ich auch voll langsam, wenn ich vor diesem Ding stehe. Das ist total seltsam. Okay, ist eine Anspielung, die ich... Ah! So nicht verstehen kann, wahrscheinlich, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Wenn ihr The Swapper gespielt habt, dann, dann könnt ihr euch ja jetzt vielleicht über diese Anspielung freuen. Ansonsten... Warte mal, kommen wir überhaupt wieder zurück? Nee, oder? Ich glaube, wir sind jetzt hier unten... gefangen, das heißt, wir müssen das Spiel zurückspulen. Nun gut, so, sind wir wieder am Eingang. Witzig. Dann könnt ihr euch jetzt über diese Anspielung freuen, meine ich, aber das Spiel sah eigentlich ganz interessant aus. Ich habe mal kurz reingeschaut. Vielleicht führe ich mir das mal noch genauer zu Gemüte. Also hier war der Zugang darunter, ne? Wenn wir nochmal hier gucken wollen. Genau, da ging's durch. Okay, aber jetzt genug der Easter Eggs. Das scheint auch das einzige Easter Egg in diesem Areal gewesen zu sein. Suchen wir uns noch ein bisschen um. Schauen wir uns ein bisschen um, ob es noch irgendwie so eine Zeitkapsel gibt. Das hatten wir ja letztes Mal kurz erwähnt, dass es da vielleicht noch irgendwie welche geben könnte in diesen Boteninseln. Und ansonsten müssen wir uns wohl direkt wieder über diese Siegel hermachen, denn ich sehe schon, hier gibt es auch wieder so lustige Kuppeln. Die Freude hält sich bei mir zwar in Grenzen, aber... Naja, es muss wohl gemacht werden, man kann es nicht verhindern. So, was haben wir denn hier? Ist hier nochmal irgendwas unter Wasser? Nö. Ich nehme auch an, dass das das Einzige ist, was da unter Wasser zu finden war. Wie gesagt, weil ansonsten wäre das vermutlich höchstens noch ein Easter Egg. Und zumindest laut meinem schlauen Guide gibt es keine weiteren Easter Eggs. So, aber das ändert nichts daran, dass wir uns trotzdem ein wenig umsehen können. Da vorne scheinen die Bäume schon ein wenig herbstlicher unterwegs zu sein. Gehen wir mal da vorbei. Aha. Okay, da müssen wir rein, wie es aussieht. Ja, das scheint mir ganz ähnlich zu sein wie das letzte Mal, dass wir da eben dieses Tor irgendwie öffnen müssen. Und dann erwecken wir, naja, wahrscheinlich nicht nochmal Mulibert zum Leben, aber vielleicht eine andere Figur. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Leute gibt in meiner Steam-Freundesliste, die The Talos Principle gespielt haben. Wenn ja, dann ist gut. Dann werden wir euch auch noch zum Leben erwecken. Ansonsten werden das vermutlich irgendwelche generischen Namen sein. So, okay. Okay, cool. Hier ist eine Zeitkapsel, wie ich es mir fast schon vermutet habe. Hören wir sie uns an. Fast alles auf diesem Planeten, von der Oberfläche der Erde bis hin zu den Bestandteilen der Atmosphäre, wurde vom Leben beeinflusst. Dieser Prozess dauerte Millionen von Jahren. Aber wir Menschen mit unserer Technologie und unserer Fähigkeit, komplexe Vorgänge zu verstehen und zu manipulieren, haben all dies in wenigen Jahrhunderten verändert. Ich glaube, dass auch das ein Teil davon ist, was die Menschheit definiert. Wir gestalten die Welt in unserem Ebenbild. So erschaffen wir uns und so zerstören wir uns. Mhm. Diese Manipulation und Zerstörung als Teil der menschlichen DNA, wobei es eben nicht nur Zerstörung ist, sondern auch ein kreativer Gestaltungsprozess, wenn man so will. Okay, das hier sieht ja erstmal human aus. Fangen wir an mit den Tetris-Siegeln. Das sind nur 4 Stück, das sollten wir hinbekommen. Okay, wir fangen mal wieder lieber mit diesem Ding hier an. Vielleicht so. Geht das? Ja, das geht. Fantastisch. Sehr schön. Okay, das war noch human. Also wenn es nur 5 Siegel gibt, dann kriege ich es hin. Das ist doch schon mal beruhigend. Das haben wir letztes Mal nämlich auch hinbekommen bei dem Mulibert-Puzzle. Sehr gut. Dann gibt es da noch eine Kuppel. Genau. Ja, ich nenne das einfach das Mulibert-Puzzle. Ich hoffe, es ist in Ordnung für dich, Muli. Wenn nicht, dann darfst du mich anzeigen.
Okay, das ist schon wieder etwas unhumaner. Versuchen wir es. Nein, wir fangen wieder mit diesen Dingern an. Also, wir haben wieder die Kombinationsmöglichkeit hiermit. Zum Beispiel so. Machen wir es mal hier in die Ecke. Oder wir könnten es auch so in die Ecke machen. Naja, wurscht. Ich meine, versuchen wir einfach. Versuchen. Probieren geht über Studieren, sage ich mir an dieser Stelle. Achso, wir haben nur noch den einen. Den können wir doch jetzt hier reinmachen. So sieht das doch schon mal nach einer Form aus, mit der man arbeiten kann. So, den hier oben drauf. Jetzt haben wir das Problem schon mal halbiert. Das Ding können wir hier unten so zuklatschen. Jetzt haben wir noch zwei Würfel. Geht das jetzt mit den beiden? Geht das? Das geht. Fantastisch. Puh, das geht ja jetzt doch besser als gedacht. Okay. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass bei mir da irgendein Lernprozess stattfindet bei diesen Tetromino-Puzzles, aber vielleicht irre ich mich ja. So, wenn ich das richtig sehe, brauchen wir jetzt noch zwei Konnektoren. Wir haben jetzt zwei Lichtquellen, aber um wirklich hier diese Tür aufzumachen, brauchen wir noch jeweils einen Konnektor, die dann einmal die blaue Lichtquelle mit der blauen Anschlussstelle verbinden und die rote Lichtquelle mit der roten Anschlussstelle. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ach Gott, schon wieder so viele. Na gut. So, wir fangen mit diesen Schlangenblöcken an, wie gesagt. So zum Beispiel. Und dann können wir den hier reinklatschen. Den hier hin. Wir haben noch einen Schlangen. Wir haben noch zwei Schlangenblöcke. Das ist so ein Mist. So. Okay, dann können wir hier. Oder machen wir da lieber noch den Schlangenblocken so. So. Ja, aber so geht's ja nicht. Jetzt geht das schon wieder los. Warte mal, wenn wir alles eins nach unten schieben, haben wir auch nichts gewonnen, ne? Wenn wir den hier hin machen. Nein, warte mal. Wenn wir die tauschen, wenn wir den hier hin machen, können wir den da hin machen. Juhu. Oder wir könnten den dahin machen. Den hier hin. Was haben wir? Ja, und jetzt? Oder wir machen jetzt den hier rein. Und dann haben wir es. Ja. Es läuft, aus irgendeinem Grund läuft es gerade, aber okay. Das kann jetzt nur. Beim letzten Mal war es ja auch nur ein Puzzle eigentlich bei der letzten Boteninsel, wo wir dann wirklich lange dran gehangen sind. So, okay, wir können schon mal den ersten Konnektor hier aufstellen. Ich nehme an, dass unter dieser Kuppel dann noch ein Konnektor sein wird. Das machen wir so hier hin. Läuft das? Läuft. Okay. Dann gucken wir mal. Das letzte kleine. Naja, gar nicht wahr. Bei dem Booten müsste ja dann theoretisch auch noch einer sein. Okay, da sind ein paar weniger. Das sollten wir vielleicht hinbekommen. Wenn ich einfach erstmal hier am Rand alles zustopfe, das ist doch machbar. Ja. Und dann haben wir schon ein Problem. Aber ich glaube, mit so wenigen komme ich gerade noch irgendwie klar. Jawohl, das geht. Mensch, Leute. Scully der Rally Tetromino-Gott. Kann man ja mal so sagen. So. Wahrscheinlich ist jetzt das beim Booten Bock schwer. So. Der Weg ist geöffnet. Ich gucke, was hier so ist. Okay, hier wird gleich wieder der Bote sagen, hi, hier bin ich. Cool. Aber ansonsten scheint hier nichts mehr zu sein. Hier gibt es auch gar keine QR-Codes oder sowas, ne? Na gut, dann wecken wir mal den Boten. Jetzt macht es auch Sinn. Zuerst muss ein Bote geweckt werden. Ja, hier wird der Bote geweckt. Ach Gott, ja, nee. Ja, schönen Dank auch. Ich dachte hier, die Botenrätsel wären ein bisschen humaner. Ach Gott. Genauso, eben genauso will ich es nicht. So kann man den Schlangenblock übrigens auch verarzten. Aber ob das unbedingt besser ist, ist die andere Frage. Nee, aber dann müssen wir da so eine Kiste hinmachen.
Ach, wisst ihr was? Ich habe echt keine Lust auf diese Tetris-Stein-Puzzles. Ich mag das irgendwie nicht. Also, wenn ich es jetzt hier nicht relativ schnell schaffe, dann schaue ich das auch wieder nach. Ich finde das. Das ist eins der Elemente von diesem Spiel, die mir einfach nicht gefallen und wo ich auch nicht wirklich lernfähig bin. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier so einen Schlangenblock brauchen. Ach Gott. Ich finde es halt auch noch nicht mal befriedigend, wenn ich das dann gelöst habe. Also das ist ganz anders, als wenn man jetzt so ein Puzzle löst. Also so ein richtiges Puzzle, wenn ich das mal so nennen darf. Wo es jetzt nicht darum geht, diese Blöcke in die richtige, in die richtige lokale Abfolge zu bringen. Sondern wo es wirklich darum geht, die Mechaniken dieses Spiels zu nutzen. Da habe ich wirklich dann auch ein gutes Gefühl, wenn ich es gelöst habe. Aber hier, naja, ist halt dann gelöst. Aber ist nicht wirklich etwas, wo ich sage, wow, das war jetzt ein spannendes Rätsel und ich bin endlich auf die richtige Idee gekommen. Sondern es ist wirklich meistens so, dass ich dann sage, okay, haben wir gemacht. Haben wir irgendwie hinbekommen. Aber wie gesagt, nichts, wo ich jetzt hinterher sage, wow, cool. Das war ja ein spannendes Rätsel. Ja, wisst ihr was? Nee, ich blätter mal ganz kurz, das dauert 2 Sekunden. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich eine Lösung vor Augen. Und zwar im wahrsten Sinne vor Augen, denn ich habe sie mir wieder angesehen. Und ja, also ich kann noch nicht mal sagen, dass ich da nie drauf gekommen wäre. Wenn ich es lang genug probiert hätte, wäre ich wahrscheinlich drauf gekommen. Aber mir fehlt irgendwie eine Strategie, um da sinnvoll ranzugehen. Die könnte ich jetzt erarbeiten und elaborieren, aber ich habe da eigentlich keine Freude dran. Deswegen machen wir das nicht. So, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Jetzt machen wir den Kollegen hier hin und den hier hin und dann haben wir es. Okay, da kommt der Bote. Wer ist es diesmal? Moin. Auch ein bisschen angerostet, der feine Herr. Uriel 4. Okay, das ist dann tatsächlich wahrscheinlich ein Indikator dafür, dass keine weiteren Steam-Freunde von mir das spielen. Zumindest wüsste ich gerade keinen Steam-Freund, der Uriel 4 heißt. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, ich habe keine Uriel 4s in meiner... Auch keine Uriel 3s übrigens in meiner Steam-Freundesliste. So, wie ist er jetzt? Der geht einfach ein Stück zurück und verschwindet, oder... Ja, genau. Willkommen, Kind. Ich bin einer derjenigen, die sich entschlossen haben, als Boten der verborgenen Worte zurückzubleiben. Wenn du uns brauchst, dann finde uns und bitte um Hilfe und wir werden tun, so viel wir können. Das hat Mulibert auch schon gesagt. Okay, cool. Ich glaube wirklich, dass das dafür gedacht ist, dass man das früher macht, aber warum sollte man das früher machen? Wahrscheinlich, wenn man in den Puzzles so sehr verzweifelt, dass man sagt, ich hol jetzt die Axt. Das kann durchaus sein, aber grundsätzlich, warum? Genau. Wenn man das ein bisschen systematisch angeht, so wie ich, dann gibt es da keinen Grund für. Liegt die Axt jetzt noch hier oder ist die wieder resettet worden? Die ist wieder resettet worden, na gut. Okay, na toll, haben wir gemacht. Also was ich ganz schön finde, diese Boteninseln sehen gut aus, passen sich gut in den Rest des Spiels ein. Und es gibt auch Easter Eggs, es gibt die Zeitkapseln. War das überhaupt jetzt Zeitkapsel 15 oder 17, die wir da gefunden haben? Das muss ich mal noch kurz prüfen. Das war die 17, das heißt, es fehlt nur noch die 15. Die 15 ist dann vielleicht in Areal C, in der Boteninsel von Areal C. Schauen wir mal, da gehen wir jetzt mal noch hin. Genau, also ich finde die ganz hübsch, aber ich mag es eben nicht, dass da der komplette Fokus auf diesen Puzzlen, diesen Siegeln liegt. Ich meine, wenn ich drüber nachdenke, wahrscheinlich werden wir auch für die Besteigung des Turms, wenn ich mir das mal da oben so anschaue, was da noch so vor uns hin blinkt, da werden wir vermutlich auch immer wieder diese Siegel benötigen. Also von daher ist das nicht... So, dass wir jetzt schon alles erledigt haben, weil ich davon ausgehe, dass wir schon noch irgendwann auf den Turm gehen werden. Aber es ist ein bisschen zu viel davon. Da hätte ich lieber es gehabt, dass man da nochmal ein kleines Rätsel lösen muss. Andererseits ist es ja auch ein bisschen blödsinnig, wenn man, um Hilfe zu bekommen, weil man an irgendeinem Rätsel scheitert, irgendein Rätsel erstmal lösen muss. Das ist vielleicht auch
die Motivation dahinter ist, das ist ja das Hilfesystem, wenn ich das richtig verstehe, und dann ist die Motivation dahinter vielleicht schon die, dass man sagt, okay, vielleicht kriegen die Leute, die an den Rätseln scheitern, wenigstens die Tetromino-Puzzles hin. Aber ich finde die Tetromino-Puzzles schwieriger als die regulären Rätsel. So, wir machen hier kaputt, wir gehen da noch rein in die letzte Boteninsel, zumindest in die dritte Boteninsel, vermutlich die letzte, aber umsehen tun wir uns dann da erst beim nächsten Mal, denke ich mal. Genau. Sieht jetzt tatsächlich auf den ersten Blick gar nicht so viel anders aus wie die erste Boteninsel, aber ja, wir haben andere Wasserfälle und so weiter. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ihr Rallies. Wenn es euch heute gefallen hat, seid noch so nett, lasst mir einen netten Kommentar da. Gerne auch eine positive Bewertung. Und ich bin für heute raus. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin, euer Scully der Rallye. Moin!